Hi und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin Tomek und heute wollte ich euch mal zu einem Autorennen einladen. Denn genau dafür habe ich diesen Mustang extra gebaut und der Veranstalter des eigentlichen Rennens hat sich irgendwie nicht mehr gemeldet bei mir. Und da ich diesen Mustang unbedingt im Einsatz sehen möchte, habe ich jetzt selber eine Strecke gebaut. Und wer den Mustang noch mal sehen will oder noch nicht gesehen hat, kann jetzt hier oben rechts aufs i klicken und sich die Entstehung dieses Mustangs angucken. Ansonsten kommen wir jetzt zu meiner Rennstrecke, um ein kleines Turnier fahren zu können. So soll das Ganze denn aussehen. Gut, die Gestaltung drumherum ist jetzt noch nicht so endgültig, aber im Groben und Ganzen wird es erstmal dabei bleiben. Ist eine kleine gerade Strecke, 3,6 Meter lang. Und ja, wie gesagt, ein paar Detaillösungen müssen noch erarbeitet werden. So gab es zum Beispiel auch ein paar Probleme bei der Kamera, die quasi die Zieleinfahrt filmen sollte und den Sieger feststellen sollte. Aber da wird noch optimiert. Und ansonsten im Groben und Ganzen, wie gesagt, der Streckenverlauf bleibt so, wie er hier zu sehen ist. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch dran teilnehmen wolltet oder werdet. Da könnt ihr mir dann gerne eure Autos zuschicken. Dafür müssten allerdings ein paar Regeln beachtet werden. Und hier kommen wir zur ersten. Das Auto muss natürlich auf die Bahn passen und um über den Starter zu kommen, mindestens 1 mm Bodenfreiheit haben. Für alle, die keine Bahn zu Hause haben, so eine Bahn ist übrigens 3,2 cm breit. Ihr könnt natürlich auch alle anderen Fahrzeuge nehmen. Aber bitte keine Fantasy-Fahrzeuge. Die möchte ich auf meiner Rennstrecke erstmal nicht sehen. Ansonsten, wie gesagt, ihr könnt gerne auch Majorette, Matchbox oder weiß ich was nehmen, aber die Fahrzeuge müssten umlackiert sein. Also keine Serienfahrzeuge, so wie sie aus der Packung kommen, sondern ein bisschen umlackiert darf es sein. Muss natürlich nicht perfekt sein, weil die Autos fahren ja eine Bahn runter und da kann was passieren. So, ansonsten ein Cockpit muss noch erkennbar sein, also zumindest der Fahrersitz und Armaturenbrett wären schön, damit das Auto nicht zu abgespaced aussieht. Und was ihr sonst noch mit dem Auto macht, werden wir sehen, bin ich gespannt. Ansonsten, es wird im K.O.-Prinzip gefahren, jeweils 4 Sprints pro Runde. Der zumindest 3 gewonnen hat, kommt natürlich eine Runde weiter, ansonsten gibt es nochmal ein Stechen. Alle Fahrzeuge, die gleich in der ersten Runde ausscheiden, können natürlich auch gleich wieder am nächsten Rennen teilnehmen. Und wie gesagt, es werden noch ein paar dazukommen, es gibt schon genug Anfragen. Das war es dann erstmal für heute. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis dahin, bleibt gesund und ciao, ciao.